Wer den Irrsinn der Zerstörung gesehen hat, den diese gigantischen Löcher verursachen. Löcher, die einfach alles fressen. Häuser, Bäume, Kirchen, Straßen. Wer mit Menschen reden musste und denen erklären musste, dass es irgendwen gibt in diesem Land, der es für eine gute Idee hält, die Heimat dieser Menschen einfach fressen zu lassen von einem Loch, der weiß, wie wichtig das ist.